Desi, du hast ja vorhin gesagt, du würdest es direkt dir aufs Bein tätowieren. Das ist ein wunderschöner Cover von Raze im neuen Album. I just want to speak English. Angie hat gerade im Chat geschrieben, wieso das so ein außergewöhnliches Albumcover ist oder warum du dich dafür entschieden hast und was das bedeutet. Weil ich habe es gesehen, ich habe gedacht, ich würde sofort tätowieren. Und Sie haben natürlich wissen, was das bedeutet, falls es irgendwie so eine... Okay, also es war so, dass meine Frau hat mich damals gefragt, wie ich mich selber sehe. Und ich kam gerade aus Ecuador. Ich habe so ein Hilfsprojekt in Ecuador, das heißt Clearwater. Check it out. Und da hat ein Schaman mich irgendwie so, wir haben so ein Erlebnis, wo der reinigt deine Seele. Das ist so eine alte Tradition in Ecuador, im Dschungel. Und der hat in diesen so Trance, dann sah ich auf einmal drei verschiedene Tiere. Die eins ist die Schlange, die andere war der Frosch. Und ich habe den Schaman gefragt, irgendwie so, warum habe ich die gesehen? Der meinte, der hatte mit mir so Mitgeschichte ins Leben, mir zu schützen. Deswegen der Schlange und der Frosch. Und der Fuchs ist halt so eine irische, es ist so ein Tier in Irland, die so viel bedeutet. Man sagt halt so weiß wie der Fuchs oder weise Fuchs, aber eigentlich ist es für mich mehr so die vom Aesop's Tales. Und der Fuchs ist halt derjenige, der immer den Fehler machen muss, zu lernen halt, wie man das richtig macht. Mhm. Und das beschreibt mich auch sehr gut. Fisch ist auch in Irland sehr bedeutungsvoll, das ist halt Leben. Und dann gibt es halt viele kleine Dinge, die für mich sehr viel bestimmen. Und ich liebe das auch, weil es ist meine Geschichte halt. Vieles, das sind so viele Dinge da drin, ich weiß nicht, ob jeder die gesehen hat bis jetzt. Aber wenn du guckst, dann siehst du viele Sachen, die viel Bedeutung haben für mich. Ich würde es nicht auf dein Bein tätowieren, weil mein Gesicht da drauf ist und das wäre komisch. Den Fuchs aber sieht gut aus. Den Fuchs können wir machen. Ich finde es wunderschön und ich glaube, es ist nicht der einzige. Patrick sagt auch, es ist ein wirklich cooles Cover. Das freut mich. Wenn man noch weiß, was dahinter steckt, noch so. Vielen, vielen Dank. Wunderschön. Ich würde gerne wissen, irgendwie so, ob jeder das gesehen hat, was da drin steckt halt irgendwie so. Weil die Tiere kommen sofort, aber da gibt es halt drei, vier versteckte Dinge auch da drin. Also Challenge für das Publikum daheim. Absolut. Können wir gerade so machen. Geh doch das Cover mal googeln und schreib uns im Chat, was du alles entdeckt hast. Also Schlange, Fuchs, Frosch hast du schon erwähnt und Fisch ebenfalls. Aber es gibt noch mehr zu entdecken. Geh drauf. Und talking about covers, it's interesting. He has animals on his cover and that's what you got too. Our animal would eat your animals. Oh, there's a snake in the background. Why do you have chosen this animal? Is it a leopard? I don't know. Cheetah? I don't know. Cheetah's I'm not animal. Quite sure about that. Yeah. Cheetah. Oh, sorry. Did you say cheetah? I thought you said cheetah. Cheetah. Is it cheetah? Cheetah. Fastest animal in the world. Yeah, but I don't know. No, I don't think it's a leopard. I don't know what you call it. I don't know. It's a cat. It's a cat. It's a cat. It's a cat. Do you have anything in common with a cat? This is total cool. I sleep a lot. From New Gold. What does New Gold mean? Find something worth digging for in your life. Oh wow, that's very deep. Well done. Yeah, it's deep. Also too deep, maybe. Actually, we just the New Gold band. Das muss ich schnell weiterleiten. Also New Gold, wieso das Album so heißt? Find etwas in dem Leben, was wert ist, nach streben. So, if it wasn't for music, what would you aim for? I'll be a TV host. Don't you think I'm good at it? Oh, okay. So No, she's putting up challenges. You bombed on that one, man. Yeah, it's already done. It's fixed. So we'll think about it. Say bye first. No, you stay. I'm gonna take over from you now. Stay. There's another performance you have promised. Yep. You will have to perform. Absolutely, that was right. And we need some more. Are you done? Yeah, you can do it. Yeah. See, we have more of those. We need some practice. And again, if you're uncomfortable, just do it to the fish. Exactly. And you explained before it has the same name as your prince, right? Yeah, Henri. Henri. Also, unser Fisch hat den gleichen Namen wie der Prinz von Dänemark. Wie schön. Henry hat so verdient, dass er recht berühmt wird. Und wegen dem wird er jetzt nochmal von einem Rockstar geküsst. Wie schön.